Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Ja, Shepard hat sich ja bei ganzen Aufregung im letzten Part mal hingelegt, wieder eine Traumsequenz und gucken mal. Wir sehen den Jungen da hinten wieder und der wird von ein paar Geistern oder irgendwas beobachtet. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Das war Mordin und das war ein Reaper. Folgen dem Jungen mal. Also rennen hier in Zeitloop hinterher. Für sie habe ich immer Zeit, Kommandant. Die Stimme. Wir sehen uns, wenn sie zurück sind. Das war James. Das ist die Stimme davor von der Frau, konnte ich gerade nicht zuordnen. War Mordin mal wieder. Und scheinbar sind wir hier bei Lucius. Ist offen. Shepard, da ist etwas, das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Schon okay. Sagen Sie mir, was los ist. Der salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und sie hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tigel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Commander! Was gibt's denn, Ratsherrin? Shepard, mir ist bewusst, dass ich meine Position Ihnen verdanke. Und ich nehme so etwas sehr ernst. Ohne Sie würde dieser willensschwache Ratsherr Valern die Salarianer immer noch durch die Kanalisation führen. Aber jetzt muss ich ein Heilmittel für die Genophage befürworten. Man löscht mit einem Wirbelsturm kein Buschfeuer. Es ist kein Buschfeuer, sondern der Tod der Galaxie. Machen Sie das Ihrem Volk klar. Es wird Ihnen folgen. Eine kurzfristige Lösung. Aber mehr haben wir vielleicht nicht. Das kenne ich. Aber es gibt noch einen anderen Grund für meine Anfrage. Odina, den Ratsherrn der Menschen. Wir müssen über seine Aktivitäten reden. Die nicht ganz legalen. Besuchen Sie mich nächstes Mal auf der Citadel. Eschiel Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. So, einige Codex-Einträge, wieder eine Runde Geld gekriegt. Das ist schön. Hackett wäre noch da. Dann gucken wir doch mal, was der Herr Hackett so hat für uns. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Erdnor Drax sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Was ist mit den Salarianern? Auch interessant. Wir haben durch die Hintertür Nachrichten von SDG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Obwohl ich die Genophage geheilt habe. Laut unseren Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die SDG-Jungs kennen die Lage.
Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loke hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Vorja heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Max bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, Turiana und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Erden und Rex hat Truppen geschickt und die heizen den Reapern ein wenig ein. Die Salarianer klammern sich an Zur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Panak in Ruhe. Die Heimatwelt der Yak. Wir haben auf Sur Cash einen Yak gesehen. Er wirkte recht unzufrieden. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen sie vielleicht den nächsten Zyklus. Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Was Neues über Volus und Elkor? Turiana und Kroganer haben Truppen zur Volus-Heimatwelt Irune geschickt. Es reicht vielleicht nicht, aber sie haben die Reaper-Streitkräfte in einen knallharten Bodenkrieg verwickelt. Was die Elkor angeht, die halten sich noch raus. Aber unsere Prognosen sagen, dass die Reaper bald in ihr Gebiet eindringen. Was ist mit den Batarianern? Sie hatten keine Chance. Die Reaper kamen aus dem Portal und griffen sofort an. Und ohne direkte Verbündete. Ich glaube, die Batarianer sind Geschichte. Haben wir was von den Quarianern oder den Geth gehört? In der Nähe der Geth-Grenze könnte es brodeln, aber unsere Infos sind vage. Je schlimmer es wird, desto schlechter wird auch die Informationslage. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. So, es scheint weiterzugehen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Kriegs... Einheiten gekriegt. Ich guck mal gerade nach. So, wir könnten jetzt quasi das Spiel abschließen. So, ein Kroganer. Jetzt haben wir Erdnot Rex. Gut, den hake ich schon mal ab. Dann die erste Kroganer-Division. Haben wir da irgendwas? Kroganer da. Kroganer-Division. Kroganische Clans. Und den Ordnerplan, jawohl. Die koreanischen Söldner wären da unten, alles klar, die habe ich schon mal abgehakt. Bei den Turianern haben wir jetzt die 43. der Turianer. Die 7. Flotte. Genau, das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Turianische Technik-Korps. Wo haben wir das? Da schon mal nicht. Vielleicht auf der Seite davor. Nö, ich glaube, das fehlt hier auch wieder, wenn ich, oder? Zitadel, Batterianer. Trojan Bonus, Tuchanka Bomb habe ich ja, oder hatte ich das? Das habe ich schon. Boah. Dieses Rumgesuche hier. Nee, das habe ich noch nicht in Auftrag.
Bakterianer. Das kommt auch später. Also die Marine-Division finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Vielleicht stellt sie es auch noch später irgendwie heraus. Keine Ahnung. Gut. Viktorianischen Technikkorps leider auch nicht. Das sind alles Flotten, ja. Tja. Ja. Da fliegt schon wieder alles durch die Gegend. So, Hälfte der Folge rum. Wir haben ja zumindest ein bisschen was noch gemacht. So, dann gehe ich hier die Kogana gerade nochmal durch. Ach, wir haben Grunt jetzt auch schon. Konnte ich den nicht noch irgendwo abhaken da? Earth and Rex. Das kroganische Team kommt doch jetzt. Nee, doch, das haben wir auch abgeschlossen. Gut, dann kann ich das auch abhaken. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ist halt viel hier auf Tuchanka. Gut, sonst kann ich das vielleicht auch so zwischendurch nochmal abgleichen. Aber es geht voran. Gut, dann bleiben wir noch auf Tuchanka und machen hier noch die letzte Mission. Hast du die Videos von dem Schlund gesehen, der den Reaper erledigt hat? Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Ich bin bloß froh, dass die Diplomaten das Schiff verlassen haben. Ein Kroganer und ein Turianer im selben Raum, das muss ja fast in einem Kampf enden. Gerade nochmal gut gegangen. Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Alles klar, Jägerbasis, was haben wir da? Gibt's denn sonst noch was? Sehen Sie sich diese Galaxiekarte an. Wissen Sie, wie viele Strategiespiele darauf beruhen? Sie spielen sowas? Manchmal. Ist mir zu modern. Schach ist mir lieber. Zu Hause habe ich Figuren aus Rosenquarz und Hämatit machen lassen. Ich habe gern was Festes in der Hand. Wenn ich ein Spiel spielen soll, brauche ich etwas Aufregenderes. Mit einem heranstürmenden Kroganer lässt er sich wohl kaum vergleichen. Eher nicht. Aber es gibt auch weniger Knochenbrüche. Sie hat also gern was Festes in der Hand. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Haben wir denn neue Nachrichten? Jawohl. Bedauerlich, ach ja, ich bin von ihrem Vorgehen auf Tuchanka schwer enttäuscht. Dachte, ich hätte klar gemacht, dass die Heilung der Genophage langfristige Konsequenzen nach sich zieht. Wenn die Reaver-Bedrohung beseitigt ist, sind unser aller Streitkräfte so weit aufgerieben, dass keine Spezies der Galaxie die wiedererstarkten Kroganer aufhalten könnte. Außerdem werden die Kroganer mit Sicherheit Rache für die Genophage nehmen wollen und die Salarianische Union gehört dann zu ihren ersten Zielen. Wenn dieser Tag kommt, Commander, klebt das Blut meines Volkes an ihren Händen. Ich schäme mich, dass unser eigener Wissenschaftler sein Leben geopfert hat, um ihre Befehle auszuführen. Dies ist ein schwarzer Tag, nicht nur für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxie. Salatrasse, Linron, Salarianische Union. Babys machen, ach von Earthnot. Babys machen wird wieder Spaß bringen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Anzahl rapide ansteigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass wir befreundet sind. Eva ist im Kelfigtal, um die Unterstützung der anderen Clans zu bekommen. Sie wird eine großartige Anführerin sein. Die meisten Männer werden es mögen, dass ich die Macht mit ihr teile, aber Pech gehabt. Ich bin der Chef. Wir gehen jetzt und retten die Turianer. Die haben nämlich ganz offensichtlich vergessen, wie man ein Gewehr hält. Dann gibt's noch eine beeindruckende Arbeit oder Belobung unserer Arbeit von General Corinthus. Commander Shepard, als ich sie auf Menet traf, leuchtete mir zunächst gar nicht ein, was es unserem Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Kroganer und Turianer gemeinsam einen Reaper-Zerstörer ausschalten
und muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele für unmöglich gehalten hatten. Vielleicht kann Pelevan doch noch gerettet werden. Respektvolle Grüße, General Corindus vom Manny-Kommando. Schön. Dann gibt's einen neuen Artikel über die Reaper. Pharos. Eine Gruppe von Kolonisten auf Pharos hat eine Verteidigungsstellung gegen herannahende Reaper-Truppen errichtet und so lange gehalten, bis den Zivilisten aus Kolonien in der Nähe die Flucht geglückt war. Die inoffizielle Miliz von Zeus Hope, die angeblich aus Überlebenden eines furchtbaren Geth-Angriffs vor einigen Jahren bestand, hat die ersten Landungsversuche der Reaper mit einer militärischen Kompetenz zurückgeschlagen, die man eher von erfahrenen Zügen erwarten würde. Die Kolonien haben nur improvisierte Waffen und etwas Nachschub, der aus einer verlassenen Anlage von Exogeny geborgen wurde. Diese Kolonie ist unsere Heimat, sagte Koloniesprecherin Lisbeth Bainham. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht und wir sind im Kampf gut aufeinander eingespielt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kolonie vor dem Eintreffen weiterer Reaper-Streitkräfte vollständig evakuiert werden kann. Das ist nett. Und Jessica Fromm hat sich bei uns bedankt. Sehr geehrter Commander Shepard, mein Name ist Jessica Fromm. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte sie wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegen. Gott schütze sie, Commander Jessica Fromm. Ja, die scheint wohl relativ fromm zu sein. Alles klar, das wäre das. Dann, ja, haben wir fast die komplette Folge um. Geht's nochmal ab nach Tuchanka. Wir sind ja noch eh da, dann landen wir jetzt noch beim abgestürzten Schiff und versuchen, ob wir die turianischen Überlebenden rausholen können. Wen nehmen wir denn mal mit? Wie wär's mit Garrus und Edie? Wo Garrus hat mal Liara und James hat mit dabei. Dann können wir jetzt ja wieder hier auswechseln. Garrus und Edie, bitte. Danke. Gerade gucken, ob die noch einen Aufstieg da haben. Ja, die Waffen lasse ich so. Wir haben 8 Punkte, das ist schön. Dann können wir nämlich die Brandmunition mal auskillen. Gesundheitsschaden, Panzerung. Ja, ich glaube, da gehe ich auch wieder auf Schaden. Level 40 haben wir schon, das ist doch nett. Und wie sieht's bei euch beiden aus? 5, dann können wir hier mal ein bisschen auf die Belastung gehen. Verzeihung. Und du hast eine ganze Menge Punkte noch übrig. Ja, Durchdringung. Überdringung nicht. Und der Rest geht auf den Betäubungsschuss. Sehr schön. Gut, ich glaube, dann können wir sogar fast hier mal die Folge beenden. Wir landen noch gerade, wir schauen uns die Landesequenz noch an. Und dann haben wir noch ein paar Codex-Einträge. Die Absturzstelle ist ein Abtaum. Edie, gibt's noch mehr Details darüber, was geschehen ist? Die Informationen sind begrenzt. Wir sollen auf Ersuchen von Primarch Victus einen Zug der Turianer retten, der hier abgestürzt ist. Die Missionsanweisung identifiziert den turianischen Commander als Lieutenant Tarquin Victus. Victus? Der Sohn des Primarchen? Ich muss ihn erreichen. Für einen turianischen Commander ist das... Nun, ihr Kodex ist alles andere als nachsichtig. Und dass es sein Sohn ist, wirft ein schlechtes Licht auf den Primarchen. Vetternwirtschaft kann böse Folgen haben. Seltsam ist nur, der Primarch weiß das. Commander, ich muss in einiger Entfernung von der eigentlichen Absturzstelle landen. Und besser geht's nicht? Nein, Sir, aber die Reaper scheinen uns nicht bemerkt zu haben. Das Überraschungsmoment ist nicht verloren. Also gut, bringen Sie uns runter. Retten wir den Zug! Okay. Haben Sie Lieutenant Victus erreicht?
Ja, aber die Verbindung ist miserabel. Stellen Sie durch. Hier ist Commander Shepard, Allianz Navy. Hören Sie mich? Hier, Lieutenant Tarkin Victus, neunter Zug. Wir wurden von Reaper-Heuschrecken in die Enge getrieben und erleiden schwere Verluste. Außerdem sind einige meiner Männer an der Abschlussflugbahn verstreut. Lieutenant, schießen Sie eine Leuchtrakete ab, damit wir sie finden. Gut. Die Lage wird jede Minute schlimmer. Meine Männer sterben. Hört sich übel an. Okay, los geht's. Ja, aber erst in der nächsten Mission. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Für alle, die die Codex-Einträge nicht mehr interessieren. Und für alle anderen gibt es jetzt noch eine Runde Codex-Einträge. Oh, gar keine Primären. Dann sind wir ja relativ schnell durch. So, und wir haben eine neue Prioritätsmission, die Citadel. Ja, da geht's dann mit dem Akt 2 weiter. Und das heißt, dass ich vorher mal noch alle Akt 1-Dinger... Obwohl das andere, die sind ja nicht nach Akten aufgeteilt, die Nebenmissionen, nee. Wir wollten ja sowieso noch mal auf die Citadel, von daher sollte das eigentlich jetzt passen. Gut. Codex, Reaper. Die Ernte. Okay, das war's sogar. Dann sind wir wirklich schnell durch. So, und damit dürften wir, genau, die soweit abgefrühstückt haben, mal wieder. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.